Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Moga und ich melde mich nach ziemlich langer Zeit mal wieder. Und ja, heute würde ich sagen, gibt es FIFA Manager 2020? Ich habe mir nur einen PC gekauft und ja. Jetzt läuft das alles sehr flüssig und ich hatte mal wieder Lust, ein Video aufzunehmen. Und da ich das relativ viel FIFA Manager in letzter Zeit gespielt habe, auch auf dem alten PC, dachte ich mir, warum nicht daraus mal ein Let's Play machen? So, ich habe jetzt eine Karriere gestartet mit Eintracht Braunschweig, wie aus meinen FIFA-Videos bekannt, bin ich großer Eintracht Braunschweig-Fan und deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Das Nervige am Anfang ist, dass die meisten Drittliga-Vereine, na gut, ich habe es erst mit zwei probiert, aber die beiden Drittliga-Vereine am Anfang kein Transferbudget haben. Ich nutze dieses Profil, was ich hier erstellt habe. Gut, ich bin etwas der mentale Typ. Und dann doch der Motivator. Bestätigen. Diesen. Also ich hier auf dem PC jetzt spiele, das ist das erste Mal. Das habe ich gestern installiert, heute spiele ich es. Das mache ich für das Video jetzt. Wir verdienen 8,2 Millionen. Offiziell bei Braunschweig willkommen heißen. Gut, jetzt gibt es hier noch Hintergrundwissen. Eintracht Braunschweig ist ein deutscher Profiverein, der im Jahre 1895 gegründet und derzeit in der dritten Liga spielt. Braunschweig konnte in der letzten Saison den Abstieg in die dritte, aus der dritten Liga gerade noch verhindern. Der Verein trägt die Heimspiele im Eintrachtstadion aus und verfügt über durchschnittliche Trainings- und brauchbare Jugendeinrichtungen. Die Jugendmannschaft von Braunschweig spielt im Sportpark Kennel. Der Verein verfügt zudem über ein durchschnittliches Jugendtraining und ein unterdurchschnittliches Netzwerk an Nachwuchsrekrutierung. Erzrivale ist Hannover 96. Als erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte könnten wohl die 60er Jahre gesehen werden. Auch wenn mittlerweile schon seit 8 Jahren kein Titel mehr errungen werden konnte, der letzte stammt aus dem Jahr 2011, kann Braunschweig nach wie vor stolz auf die Vergangenheit des Vereins sein. Braunschweig gewann 1967 das einzige Mal die deutsche Meisterschaft, gewann 2011 den einzigen Titel in der dritten Liga, gewann 1974 und 2005 den Titel in der vierten deutschen Liga und beendete die Saison viermal als Vize und beendete 81 und 2013 die Saison der zweiten Bundesliga auf Platz 2. So, das ist die aktuelle Mannschaft. Das sind die geliehenen bzw. verliehenen Spieler. Ist die beste Elf mit Förster Nering, also Porschwitz, Poirier. Problem: Poirier ist geliehen. Und Kammerbauer genauso. Sieht man hier ja an der Seite. Also Amade und Gordon. Die brauche ich jetzt nicht sonderlich. Biancardi
dürfte Stammspieler werden, Kammerbauer dürfte Stammspieler werden und Poirier auch. Das ist jetzt wichtig. Der Mannschaft ist, also der, dem Sportvorstand Sebastian Ebel ist es wichtig, dass Neuzugänge unter 23 für die erste Mannschaft verpflichten, das ist nicht wichtig. Das Gehaltsbudget einzuhalten ist sehr wichtig. Die dritte Liga in der oberen Hälfte beenden ist sehr wichtig. Ja. Zögern Sie nicht, mir mitzuteilen, wenn Sie folgende Maßnahmen wünschen. Ja, ich nehme an der Pressekonferenz. Ich nehme das alles mal an, ich kann das hier noch umstellen. Also zumindest das mit den Mitarbeitern. Vorschlägen. Jetzt speichert das Spiel. Aber wir können die Mail ja schon mal lesen, das ist ja möglich. Gaming übernimmt bei Braunschweig. Braunschweig hat heute die Einstellung von Burka Gaming als Cheftrainer bekannt gegeben. Die Fußballwelt reagiert vornehmlich überrascht auf die Verpflichtung des 27-Jährigen. Ach ja, das Spiel fängt ja 2019. Der sich zuletzt eine Auszeit vom Profifußball genommen hat. Wird noch mein Verhalt. Ich habe von Antwerpen übernommen. Brauche keine Einführung. Das akzeptiere ich alles. Was ich spielen möchte, ist ein Ballbesitzspiel. In einem 4-2-3-1. Jetzt mache ich natürlich erstmal Autoauswahl, das wird natürlich noch umgestellt. Das ist jetzt die beste Mannschaft. Hier können wir jetzt noch umstellen. Damit befassen wir uns aber alles noch. So. Hat der noch eine bessere Position? So. Burmeister und Kobi Lanski. Also Burmeister ist verletzt. Kobi Lanski auf Länderspielreise. Der gehört natürlich auch noch zur besten 11. So, dann gehen wir weiter mal durch die Mails. Die Spieler kehren heute planmäßig zur Vorbereitung auf die Saison zurück. Nun wäre ein guter Zeitpunkt, ihre Pläne für die Spieler zu überprüfen. Ist nichts Wichtiges. Ich arrangiere nochmal ein Testspiel. Zurück. Das ist der dritte. Ich mache am 29. noch eins. Ich nehme den Verein. Ich nehme einen Verein aus dem Ausland.
und nehme mir da Slavia Prag. Die Gebühren betragen 48 Euro. Also 48.000, sorry, 50.000. Und die geschätzten Einnahmen betragen 77. Ja, genauso werden wir das beantragen. Ja. Dann der Fitnessbericht. Die folgenden Spieler kommen in Top-Verfassung zurück: Jasmin Fesic, Bernd Nering, Nick Poschwitz, Orhan Ademi und Steffen Fürsten. Fedik Burmeister kehrt verletzt zurück und Kobylanski ist noch bei der Nationalmannschaft. Regeln zur Kaderauswahl: Letzten deutsche Transfers. Da ist noch Lucas Hernandez für 80 Millionen zu Bayern, Luka Jovic für 60 zu Real und Sebastian Haller zu 40. So, jetzt machen wir hier einmal die Autoauswahl des. Alle ausgefüllt werden, die das am besten können. Das kann man natürlich nachher ändern, das werde ich auch. Ich gehe jetzt hier erst einmal ganz grob drüber. So, wenn wir uns die Mannschaft angucken, gucken uns natürlich nach Position. Das ist unsere erste Mannschaft. Wir haben zwei Torhüter. Wir haben sehr, sehr viele Verteidiger, aber kaum Spieler, die ausschließlich Mittelfeld spielen können. Deswegen bräuchten wir eigentlich relativ dringend einen Spieler fürs Mittelfeld. Außerdem brauchen wir grundsätzlich einen Stürmer. Das Problem sieht man ja hier. Ich kann natürlich ein bisschen runter in dem Gehaltsbudget, dann hätten wir Geld. Dadurch haben wir noch 9.000 Gehaltsbudget auf. Wir können einen Spieler für 9.000 verpflichten, wir können auch mehr. Da kriegen wir nur ziemlichen Ärger mit. Aber da können wir ja noch gucken. Und als Spieler wird mir hier vorgeschlagen Sebastian Horvath. Er wird gescoutet. Der Marktwert liegt allerdings weit über dem, was wir ausgeben können. Mit 1,1 Millionen. Und das ist ja der geschätzte Preis. Natürlich wäre das ein guter Transfer, aber dann Nicolas Zidicic. Das wäre ein Mittelfeldspieler. Hier sieht man, das finde ich auch interessant. Nach dem aktuellen, hoppala, das wollte ich nicht, nach der aktuellen Stärke sortiert für die Position. Prinzipiell wäre das eine gute Verpflichtung. Allerdings, ich setze ihn mal auf die Auswahlliste, setze das Scouting fort, bla bla bla. Sebastian Köppel, 29-jähriger Mittelfeldspieler. Fürs linke Mittelfeld. Das ist interessant. Das wäre. Vielleicht kann man da verhandeln. Dem biete ich mal ein Probetraining an. Paul Koller, ein 17-jähriger Innenverteidiger, der jetzt schon als Backup in Frage kommt, auf die Auswahlliste und zum Probetraining einladen. Daniel Tiefbach, ein 19-jähriger Mittelfeldspieler, der als zentrales Mittelfeld, ich habe aber kein wirklich zentral, das heißt zur Kenntnis nehmen. Ja, ich könnte jetzt hier. Ich kann das jetzt hier delegieren, dann macht das Vollmann. Das mache ich auch erstmal.
Ja. Man könnte dich jetzt natürlich auch noch bei anderen Mannschaften umgucken. Hier könnte man jetzt auf dritte Liga, wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, FC Bayern München 2, geht man auf. Wo ist es denn? Spieler natürlich, zweite Mannschaft. Dann hat man hier eine Übersicht. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich möchte Fiete ab, natürlich ist er zu teuer, aber dann Transfer Angebot machen. Auf dem Bildschirm. Und dann könnte man hier verhandeln, mit dem Vorstand interagieren, kann man sich auch Geld organisieren. Der ist okay. Mit. Ist wahrscheinlich auch viel zu viel. Der hat schon ein Vertragsangebot angenommen. Ach, Willem Twe. Das ist interessant. Sind jetzt schon die aktuellen drin? Sind jetzt schon die, das, was in echt passiert ist, mit drin? Ja, auf jeden Fall, so könnte man dann auch über Mannschaften gehen, wenn man jetzt hier. Das kann man natürlich mit jeder Mannschaft machen. So. Mein Vertrag ist ca. 9.000 Euro wert. Ich habe 2 Jahre Vertrag. Dann simulieren wir mal einen Tag. Social Feedback sehe ich dann. Slavia Prag hat angenommen. Paul Kroller trainiert jetzt mit eine Woche. Kröpfel, das habe ich mir schon gedacht. Nicht, aber ich werde ein Angebot für ihn machen. Drei interessierte Vereine aus Österreich, Alter. Da er auf Transferliste steht, kann man viel weniger verlangen. So, und ich werde jetzt auch noch eine Zusatzprämie bei Gewinn der dritten Liga machen und nach 10 Toren kriegen sie auch noch mal 40.000. Und hier werde ich jetzt auf 50 gehen und verhandeln. Machen wir hier 50, hier 50. Nur hier, das ist Problem. Fragen wir mal bei 100 an. Die halten das für inakzeptabel. Ich mache das Angebot trotzdem. So, Kalender, Terminplan ist es hier. Dienstag, der 18. ist das Testspiel. So, Koller wird zu Braunschweig, das akzeptieren wir natürlich. Interessanter junger Mann. Aber sonst würde er auch nicht mit trainieren. Könnte sich um Welten steigern. Gute Bewerbung für die erste Mannschaft. Bürger gilt jetzt als Eigengewächs. Leon Bürger verletzt.
Ermüdungsbruch im Lendenwirbel. Das ist schade. In meiner anderen Saison in dem Manager auf meinem PC wurde Leon Burger zum einem der wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Das geht jetzt natürlich kaum noch. Strafenkatalog. Beim ersten Mal Training verpasst. Einen Tag, beim zweiten Mal eine Woche danach. Unentschuldigtes Fehlen pro Tag. Das lassen wir genauso. Gelbsperre, das passt. Das machen wir so und dann machen wir vornherein eine Woche, 2 Wochen. 2 Wochen. Bestätigen. So, Transfer. Wir haben ein Transferangebot, wie es scheint. Länderspielüberblick. Ach, der ist gerade bei der Nationalmannschaft. Sehr schön. Was ein Quatsch ist er dann bei uns zu Pro. Nein, ich möchte nicht eine. West Bromwich macht ein Angebot. Über. Becker. Verletzungsbericht, Spielvorbereiter, zusammenfassende Ratschläge, bla bla bla. Gucken wir mal zur Mannschaft. Taktik. Robin Ziegerle. Ergänzungsspieler mit Verbesserungspotenzial. Das heißt, wir brauchen definitiv einen neuen, weil jetzt haben wir ja gar keinen mehr, weil Burmeister ist noch verletzt. Was für ein Angebot ist es denn? Er hat einen Wert von 82, sie bieten 91. Dann machen wir hier mal glatte Beträge. Aber nach 30 spielen 25. Hier machen wir 30. Und hier machen wir 125. Und da sie das alles annehmen, machen wir das. Und dann leidenschaftlich. Ich wollte die Gelegenheit beim Shop verpacken, mich als neuen Braunschweig-Trainer vorzustellen. Ja? Bla 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 bla. So, nee, wenn Becker jetzt gleich verkauft ist, dann müssen wir uns ganz dringend einen Innenverteidiger kümmern. Aber dann haben wir ja ein bisschen Geld. Dann kann man schön in der zweiten Liga mal gucken. Das ist okay, das ist okay. Nur der Betrag stört mich ja massiv. Dann gehe ich aus den Verhandlungen. Dann ist mir egal. So, dann treffe ich zum ersten Mal mit den Medien aufeinander.
an Pressekonferenz teilnehmen. Hallo Mucka, was sind Ihre ersten Gedanken nach dem Amtseintritt bei Braunschweig? Leidenschaftlich, ich freue mich darauf loszulegen. Sie stehen heute als Braunschweig-Trainer vor der Presse. Da Sie ein großer Fan des Vereins sind, muss wahrscheinlich ein Traum für Sie wahr werden, oder? Ich kann meine Freude nicht verbergen. Ein großartiges Gefühl. Sie haben gerade mit 27 den Schritt ins Trainergeschäft gemacht. Kritiker meinen, Sie werden es schwer haben, den Respekt der Spieler zu gewinnen, die teils älter sind als Sie. Was sagen Sie dazu? Ich denke nicht, dass Alter eine große Rolle spielt. Der beste Weg, den Respekt. Warum haben Sie den Job angenommen? Nehmen wir mal das. Sie stammen aus der Umgebung, hilft das? Ich glaube, die Fans zu mobilisieren ist eine wesentliche Bedeutung von dem Land. Das mache ich auch mal. Hat die Mannschaft die nötige Qualität, um die Ziele zu erreichen? Nehmen wir mal das. Ich habe ein gewisses Grundvertrauen in die Fähigkeit meiner Spieler. Haben Sie die Spieler schon getroffen und wie ist die Stimmung im Kader? Nehmen wir das. Die Fans sind ein wichtiger Teil. Dann rücken wir hier nochmal vor. Spielvorschau, Teamaus. Dann sind wir in diesem Bildschirm. Ja. Hier haben wir noch eine Mail. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Das ist die erste Folge meiner Braunschweig-Karriere. Ja, ich versuche, den Kanal jetzt wieder etwas regelmäßiger zu füllen. Unregelmäßiger ging ja auch nicht mehr. Was kommen wird, werden wir sehen. Ich vermute, es wird jetzt noch ein, also das geben. Crusader Kings könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch noch mache. Und ja, es wird aber keinen Upload-Plan geben oder so. Wenn ich Zeit habe, werde ich Videos erstellen. Wenn ich Zeit und Lust habe, wenn ich keine Lust mehr habe, dann wird es wegfallen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch für Spiele, die ich verpflichten könnte, gerne in die Kommentare. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr dazu sagen als bis zum nächsten Mal. Euer Mucka. Ciao, ciao.